Genau. Ja, ich habe gesehen, dass nur zwei Vorträge waren und habe ich noch schnell was zusammengeklappt. Dementsprechend ist der Vortrag auch vorbereitet. Und ja, mal die Frage, warum zur Hölle beschlägt meine Brille, wenn ich im Winter draußen war? Und schlecht gestellte Fragen. Denn wenn mich jemand sowas fragen würde, würde ich sagen, na, geht das nicht? Kannst du nochmal reinklicken? RTFM. Das ist halt Firefox. Ja, eben ging's. Nee, das ist zu weit. Hä? Kannst du das mal in einem... Ja. In einem ordentlichen PDF, oder? So. Yeah. Ah. Wir waren denn da so schlau, bitte. Nimm mal Chrome. Ja. Ja, dann nimm die Maus. Ja, dann nimm mal das Fenster. Hast du doch. Wo denn? Wer will das Fenster? Mach mal das Avira-Zeug aus da unten. Ist noch weg im Job? Oh Gott. Oh Gott. What the hell? Ich werde jetzt Hasenlos fordern, wenn der Ausmacht. Oh! Ah, wir kommen es. Nein. Ist das gerade ein Endblocker, der unter der Kundenleiter eine Werbung hat? Ja. Genau. Das gefällt mir. Ja. Arbeitet. Wahnsinn. So. Jetzt kannst du mal da unten auf den Kursen warten. Runter. Ich hab ihn gesehen nicht. Ich schieb dich einfach weg. Unten. Rechts. Rechts. Davon Wärmer. Rechts. Da, wo ich nicht sehe. Weiter rechts. Hey, ich hab hier. Ach, da. Bravo. So. Was? Okay. Ein komischer Frühstück. Das ist gut. Ja. Okay, wir haben ein bisschen Lag, aber... So. Genau, nochmal. Wenn mich jemand das fragen würde, würde ich sagen, weil in kalter Luft weniger Wasser gelöst werden kann als in warmer Luft. Kurz mit einer kalten Brille nach drin, Luft kühlt sich ab, natürlich beschlägt sie. So. Frage richtig gestellt, wie warm darf es draußen maximal sein, damit meine Brille noch beschlägt, wenn ich reinkomme? Okay, der einfache Weg, angewandter Thermodynamik, ach nee, erstmal so. Wir wissen so ein paar Sachen, dass es drinnen 20 Grad sind, nehmen wir mal an, und dass wir Luftfeuchtigkeit von 60% haben. Wir wissen, wir wissen nicht die Temperatur draußen, die suchen wir ja, und wir wissen, dass die Luftfeuchtigkeit irrelevant ist, weil wir nehmen ja nur die Brille mit rein und nicht die Luft. Und wir wissen, dass die Luftfeuchtigkeit an der Brille 100% ist. So. Das gehen. Ja, der einfache Weg wäre jetzt, das grafisch einfach zu lösen und das in ein sehr übersichtliches Diagramm mit relativer absoluter Luftfeuchtigkeit, Temperaturen einzufügen, was hier speziell für 1013 Millibar ist. Alle anderen, da verschieben sich die Linien nochmal. Ja, wir springen schnell. Genau, aber man kann das auch so ein bisschen berechnen. Und zwar in Gasen teilt sich die Drücke auf alle Elemente auf, die darin enthalten sind. Also in diesem Fall Wasserdampf und der Rest der Luft, also Wasserstoff, Sauerstoff. Uns interessiert hier der Partialdruck. Was? Ja, ja, alles, was da drin ist, ja. Ich bin kein Chemiker. Genau. Da gibt's tolle Tabellen. Und... Okay. Ja, ich war wahrscheinlich am Kabel. Ich habe mich zurückgelehnt. Dann gibt es tolle Tabellen mit ganz vielen Angaben für verschiedenste Temperaturen, Drücke. Ja, Verdampfungsenthalpie. Das hier interessiert uns alles gar nicht.
Uns interessiert gerade nur, wir wissen ja 20 Grad, da kennen wir den Partialdruck 0,0234 bar. So, wenn das weitergehen würde. Ah, genau, Wert aus Tabelle. So. Da können wir jetzt den Sättigungspartialdruck berechnen mit, multipliziert mit der Luftfeuchtigkeit drin 0,6. Da kommen wir auf 0,1404 bar. Das heißt, wenn der Partialdruck vom Wasserdampf über diesen Wert steigt, dann löst sich das Wasser aus der Luft raus und die Brille beschlägt. So, und zurück mit diesem 0,014 landen wir irgendwo hier zwischen 10 und 15 Grad. Und mit ein bisschen... wenn die Seite weiterschalten würde. Lineare Interpolation, die wir ja alle kennen, kommen wir damit relativ schnell auf einen Wert von 11,85 Grad Celsius. Das wäre so ein Beispiel für Thermodynamik, wenn man es einfach mal von Hand ausrechnen möchte. So, das war's.